Wunderschönen Morgen in einem wunderschönen Wald mit herrlich duftenden Blumen voller Tau und an einem silbrig glänzenden See könnte alles so wunderschön friedlich sein, wenn es nicht immer ein paar miese Peter gäbe, die diesen Frieden stören. Diese verdammte Plackerei, als wenn ich nicht selbst genug an meinem Haus zu schleppen hätte, ist doch wahr. Vielleicht sollte ich in die Transportgewerkschaft eintreten, damit diese ewige Überstundenschinderei aufhört. 2 Stunden Woche reicht doch auch. Ihr habt richtig gesehen. Es sind die Diebe, die sich Ferdis Haus samt Einrichtung und Hund Schnüffel unter den Nagel gerissen haben. Noch immer suchen sie ein geeignetes Versteck, um in Ruhe beraten zu können, was weiterhin mit ihrer Beute geschehen soll. Oh nein! Wer hat denn hier einfach den Rückwärtsgang eingelegt? Oh, meine Bremsen versagen! Hat man denn hier nirgendwo seine Ruhe? Hilfe! Es ist ja... Ich will hier raus! Hier ist kotzübel, ich bin seekrank! Und ich bin fertig, diese verdammte Schnecke ist aber wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen! Wie hässlich die von mir reden! Ich werde sie antreiben, ich gebe ihr die Knute! Ich bin der Prügelknabe des Waldes! Gut, gib ihm saure! Schnauze, sonst Beule! Und ziehen! Und ziehen! Und ziehen! Klotz ran! Klotz ran! Klotz ran! Geschafft! Herkules ist eine Lusche gegen mich und eins will ich gleich klarstellen. Bei dieser schönen Aussicht hier oben bleibe ich hier und gehe keinen Schritt weiter. Die Schnecke marschiert oder wie krepiert, verstanden? Wir haben die Idee gehabt, das Haus zu klauen und bestimmen auch, wo es hinkommt. Also schleim dich weiter! Ich denke gar nicht dran, ich streike, so. Wir wollen doch das Haus verkaufen, auf das die Kasse klingelt. Na dann verkauf das Haus doch, ich mache jetzt hier Urlaub. Dieses dicke Ding hat einen Knall, hat es. Jetzt habe ich euer Gequassel, aber satt macht eure Drecksarbeit doch alleine. Ich schmeiß das Haus in den Fluss, passt da. Schreit nur, das nützt euch gar nichts. Ich mache Kleinholz aus dem Haus und aus euch auch, ihr Holzköpfe. Bleibt stehen, ihr schwachsinniger Schraubenzieher. Oho, endlich hat mal jemand Angst. Alle runter. Los, Wendy, auf 3 geht's ab. 1, 2, 3. Und... Oho, jetzt bin ich diesen Ballast los. Schluss jetzt, das reicht. Hör auf damit. Das gibt's doch gar nicht! Wieso wackelt es denn nicht mehr? Schlotter, Schlotter! Kippe, Kippe! Er schafft es nicht! Er schafft es nicht! So ein Mist, alles umsonst! Ja! Während die Schnecke sich noch lange darüber ärgert, dass es ihr nicht gelungen ist, das Haus in den See zu stürzen, sind Randy und Huckel erschöpft. Sie überlegen, wie sie Oscar dazu überreden können, das Haus in eine Gegend zu transportieren, wo es sich besser verkaufen lässt. In der Zwischenzeit sind unsere Freunde Ferdi und Tolpatsch ebenfalls am Ufer dieses Sees angelangt. Hier legen sie eine kleine Ruhepause ein, um Kraft zu sammeln. Ferdilein,
Bau doch einfach ein neues Haus. Ich will kein neues Haus, ich will mein Haus oder gar keins. Außerdem müssen wir Schnüffel finden. Oh, sieh mal, was sich da spiegelt. Das sieht fast genauso aus wie dein Haus. Aber was macht es da im Wasser? Nein, nein, es ist doch ein Unterwasserhaus. Aber es ist ein Haus, juhu, wir haben es gefunden. Ist es. Bloß wie kommt es da oben auf den Berg? Ja, kann doch nicht fliegen. Welch freundliches Hundegebell dröhnt da an meine Ohren. Schnüffel, die treue Seele, hat die ganze Zeit das Haus bewacht. Los, wir müssen zu ihm. Weißt du, worüber ich mich die ganze Zeit wundere? Dass du so gut schwimmen kannst. Wo hast du das gelernt? Ui, da fällt mir's wieder ein. Ich kann gar nicht schwimmen. Ich tue nur so. Hilfe, ich ertrinke. Ferdi. Rette mich, Ferdi. Ich laufe ab. Ich krieg keine Luft mehr. So ein Quatsch. Holz schwimmt immer. Hilfe, Hilfe. Ich sage, Hilfe. Seenotdienst, Notdienst, Seedienst, Not. Ich will sofort meine Enkel. Ich bestehe darauf. Er hat einen Knall. Der spricht nicht nur mit vollem Mund, der spricht auch unter Wasser. Hä? Umweltfreundliche Unterwassertankstelle mit breifreier Luft? Ich will meine Ente haben. Das schmeckt gut, aber ich will trotzdem meine Ente. Oh, der Kerl ist ja süchtig. Alle. So geht's nicht, hier gibt's keine Selbstbedienung. Hier wird ganz artig gelöhnt, also raus mit den Kröten. Kröten? Wir sollen mit Fröschen zahlen, wir sind völlig abgequarkt. So habe ich mir das vorgestellt, aber bei mir gibt's nichts umsonst. Ihr werdet die Luft abarbeiten und zwar bis zum letzten Atemzug. Du, Schmarotzer, gehst oben an die Luftpumpe. Und du, Nassauer, versorgst hier unten meine Kundschaft. Oh je, vom Regen in die Traufe. Haben Sie denn überhaupt kein Mitleid? Mitleid? Ha, ist ein Fremdwort für mich. Mitleid macht nichts satt. Also los, ihr Faulenzer, marsch an die Arbeit. Pump, pump, pumpen, pumpen für die letzten Lumpen. Herz, Herz. Wie gefällt mir aber. Geschenkter Kuss. Hallo, ihr Süßen. Oh, hey, mit dem machen wir uns einen Spaß. Los, Mädels. Hey, was soll denn das? Unter Romantik verstehe ich etwas anderes. Die badenden Venusse. Du Nichtsnutz. Du bist hier nicht in den Ferien. Aber ich kann dich ja verstehen. Dir gefallen wohl meine reizenden Töchter. Töchter? Ich merke schon, du hast einen fabelhaften Geschmack. In ein paar Jahren werden sie genauso schön sein wie ich. Oh, kann man das nicht verhindern? Ich meine, dass die Töchter so ein fetter Drache werden wie die Mutter. Oh, das Engelchen. Oh, Frechheit an die Arbeit! Die nächste Mittagspause hast du in 8 Monaten. Lasst uns Wasserball spielen. Oh ja. Fangt ihn. Und zurück. Und Peng. Du bist raus. Oh. Ich hab ihn. Darf ich mitspielen? Mit so einer spielen wir nicht. Die vertreibt uns, die Verehrer. Zittern wir los. Was kann man denn bloß machen, um hübscher zu werden? Ich weiß, der Dame fehlt ein bisschen Luft. Kein Problem, so Natur wirkt Wunder. So. Halt, sonst werde ich zu dick. Oh ja, so gefalle ich mir schon viel besser. So wie Sie jetzt aussehen, werden Sie im Handumdrehen viele Verehrer haben. Die werden in die Hütte einrennen. Oh. Dafür kriegst du einen großen, fetten Schmotz. Was du für mich getan hast, werde ich dir nie vergessen. Du bist ein echter Freund. Ciao. Sehen, was du wahre Stolpern streift.
Feuchte Welle ruft Trockenhaube. Hä? Schläft schon wieder. Bravissimo, ich bin begeistert. Mit euch sollte man das Wasserballett von Lassie entdeckt das Speiseeis verfilmen. Das wird der Kinoknüller, stärker als Flippers Wanderjahre. Kino? Was ist Klingt das? Klingt wahnsinnig aufregend. Bestimmt eine von diesen neumodischen Erfindungen mit Zappelbildern. Ja, da gibt es viele Bilder, die man auf einer großen Leinwand sieht. Da gibt es spannende Geschichten, zum Beispiel die von dem geheimnisvollen U-Boot-Kapitän, der alle Gewässer verunsicherte. Wenn man vom Teufel spricht, ist er nicht weit. Tollpatsch erzählt mal wieder die tollsten Storys von U-Booten und Piraten. Plötzlich taucht das U-Boot einer Abenteuer-Unterwasser-Kreuzfahrt mit Piratenflagge auf. Ja, sofort das Schielrohr aus! Ei, ei, Sir! Schielrohr ausgefahren! Was siehst du? Nichts, es ist Nacht. Du Trottel, setz gefälligst deine Scheuklappe ab! Sorry, Captain, ich kann mir leider nicht merken, auf welcher Seite ich sie trage. Beim Anblick der schwarzen Piratenflagge erschrickt der kleine Angeber furchtbar. Der Kampf mit den Piraten war spannend. Oh, habe ich gerade richtig gesehen? Das ist doch eine Piratenflagge. Dabei habe ich mir das alles doch nur ausgedacht. Und jetzt ist dieses geheimnisvolle Schiff wirklich da. Die wollen mich bestimmt abmurksen. Was ist denn los? Warum erzählst Komm du nicht weiter? Wir sind doch so neugierig. Ferdi, Hilfe! Ich verstehe. Der hält die für echte Piraten. Da kommt mir eine tolle Idee. Diesem Angeber werde ich mal ordentlich eins auswischen. Schlotter, Schlotter! Ich, der oberste Kapitän aller Piraten, befehle dir, dass du mieser Holzbock sofort ins Wasser springst. Und zwar mit einem Salto! Nein, allerliebster Herr Piratenkönig, ich bin doch das liebe Tollpilein. Gnade, bitte! Ab ins Wasser, sonst lasse ich dich aufknüpfen! Aufknöpfen? An meinem schönen Hals? Natürlich an deinem Hals! Holzbengel, mach mich nicht wütend! Man hat doch nur einen Hals, also dann... Hilfe, ich ertrinke, ich hier unter! Fertig! Rette mich! Tag, Herr Tankwart, ich brauche einen Köfferchen voll Luft. Aber gerne. Steht zu Diensten, Herr Dr. Seeräuber. Man muss ja Mensch bleiben. Schimmerhoi, Schimmerhoi! Hm. Hallo, Captain Eisenfinger! Hallo, Herr Flotterin, womit kann ich dienen? Wir fühlen uns sehr geschmeichelt über Ihren Besuch, Herr Seeräuber-Kapitän. Alles nur Spaß. Meine Seeräuberausrüstung habe ich im Unterwasserladen gekauft. Sie sehen unheimlich echt aus. Viel Spaß, Arrivederci! Dossinagne! Hoi, hoi, Capri-Fischer! Gütiger Ameisenkönig, da hat mich jemand reingelegt. Was heißt hier jemand? Das war das Schlitzohr Ferdi. Der wird mich jetzt von meiner unangenehmen Holzbox-Alte kennenlernen. Du mieser, hinterhältiger Waldläufer, du kommst hier wohl sehr schlau vor, was? Aber das ist eine ganz üble Tour. Das zahle ich dir heim. Hörst du? Von so einer mickrigen Ameise lasse ich mich nicht für dumm verkaufen. Dein Haus ist mir völlig schnuppe, das kannst du alleine suchen. Der ist vielleicht auf der Seerose. Nichts für ungut, alter Klabautermann. So gelacht habe ich schon lange nicht mehr. Du machst dich sowieso bei jeder Gelegenheit zum Affen. Zum Affen? Das soll ich mir bieten lassen? Ja, und beim Mädchen kommst du auch nicht an. Speck erst mal ab, Speckrolle. Ja, dreh ich den Hahn ab. Nach die Gesichtflut. Während der Arbeit wird nicht gequatscht. Verpasst mir lieber ein paar Liter Luft, verstanden? Meine neuen Kleider brauchen eine Extrapolsterung. Na los, worauf wartest du noch? Klar, Chefin, wie Sie wünschen. Sie wissen doch, Chefin, für Sie tue ich fast alles. Hör auf, mir zu schmeicheln. Du hast bei mir sowieso keine Chance, du Hungerleider. 3 Tage war die Chefin krank. Jetzt brüllt sie wieder, Gott sei Dank. Na, nicht so gierig, Frau Schwimmkäfer. Jetzt fühle ich mich wohler. Oh. Oh je, ich gebe ab. Geschieht dir ganz recht, du alte Schreckschraube, du aufgeblasener Mantelpavian. Hast uns genug schikaniert. Ein tiefer Zug. Ihr nach! Superman greift an! Ja. Ich reiß dich in Stücke! Ja. Gelaber. Ja, Ferdi, zeig's dir! Vorbei, Superman! Im 5. Stock gibt's Drachenfutter. Na, Chefin, du alter Drachen, jetzt hast du nichts zu lachen. Ich bin kein alter Drachen. Ja, ja. Superman! 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 Superman!
Lass uns durchstarten! Ich bin Superman! Ihr entkommt mir nicht! So billige Arbeitskräfte kriege ich nie wieder! Diese Frau ist unberechenbar! Ich werde euch anketten! Sturzflug! Haben wir abgehängt und jetzt fliegen wir schnurstracks zu meinem Haus. Das sagst du so einfach, aber wo ist dein Haus? Das stand doch auf dem Berg, aber ich sehe hier keinen Berg. Du hast recht, ich glaube, wir haben uns verfranst. Ah, sieh mal, da unten ist deine Hütte, da können wir fragen, wo wir überhaupt sind. Oh, wenn ich nur wüsste, wie man landet. Ich krieg das Fahrgestell nicht raus, da klemmt was. Das klingt auch so. Ich glaube, ich habe einen Aussetzer. Hilfe, wir stürzen ab. Na, lass meine Beine los, damit muss ich doch steuern. Lass endlich los, du bist zu schwer. Warum frisst du auch so viel? Spring ab, dir passiert schon nichts. Es gibt höchstens einen Fettfleck. Ah, das ist die Rettung, Tollpatsch. Und hepp. Ah, was soll dieser Durchsacker? Darf ich mich vorstellen, Segelflieger Ferdi und Co-Pilot Tollpatsch? Seid ihr verrückt geworden? Lass sofort los. Ich habe keine Erlaubnis zur Personenbeförderung. Ach, das ist ein Notfall und wenn sie uns heil zur Erde zurückbringen, gibt's eine Goldmedaille dafür. Verstehe, da vorne ist mein Landeplatz. Ja, ich hab doch langsam genug vom Fliegen. Ich verspreche euch eine butterweiche Landung. Ja, hoffentlich. Was habe ich gesagt? Butterweich. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich abgesprungen. Wenn das eine Weiche war, dann möchte ich meine harte sehen. Bei einer harten Landung gibt's nicht nur Brüschen, sondern richtig Kleinholz. Danach brauche ich ein neues Fahrgestell. Frag ihn endlich, wo wir sind. Ich will hier weg. Der hat doch eine Mattscheibe. Langsam, liebe Freunde, ihr werdet doch eurem Lebensretter nicht eine Einladung abschlagen. Wir müssen weiter. Wir suchen unser Haus. Tut mir ich leid. Ich habe eine großartige Idee. Ich nehme euch ins Schlepptau und wir fliegen zusammen die Gegend ab. Dabei kann ich euch noch ein paar fliegerische Kunststücke zeigen. Einen doppelten Looping und einen himmlischen Sturzflug. Nein, vielen Dank. Dann laufen wir uns lieber Plattfüße. Wiedersehen. Dabei habe ich doch bei Snoopy und dem Roten Baron gelernt. Ich kann fliegen. Nachdem Tollpatsch und Ferdi ihre Abenteuer unter und über Wasser glimpflich überstanden haben, machen sie sich weiter auf die Suche nach ihrem Häuschen. An einem kleinen See kühlen sie ihre plattgelaufenen Füße. Ich kann bequem jeden Knochen einzeln zählen. Lass uns aufgeben. Diese Banditen werden es bereuen, mein Liebeigenheim gestohlen zu haben. Was habe ich denn da erwischt? Was ist das? Das sieht für mich genauso aus wie das Ungeheuer von Loch Ness. Oh, Nasses. Was Nasses? Lass es. Der will hier parken. Ferdi, das ist bestimmt die Pfote vom weichen Hai. Ich meine die Flosse vom Schwarzen. Ja, ich glaub's ja nicht. Das ist ja Schnüffel. Wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Ich bin ein Rassehund und hab das Haus bewacht, wie es sich gehört. Dann habe ich eure Witterung aufgenommen, bin auf Tauchstation gegangen und hier bin ich nun. Tja. Ich hab das Haus gerettet. Ich ganz allein. Warum musst du so schamlos übertreiben? Zeig uns lieber, wo das Haus steht. Jetzt bin ich aber gespannt, wie ein Flitzboom, wo er uns hinführt. Ich erst. Meine armen Füße. Schnüffel, Schnüffel, Schnüffel. Gleich werdet ihr sehen, was die drei Bösewichter inzwischen ausgeheckt haben. Es scheint ein dicker Streit im Gange zu sein. Ich glaube, mir brennt der Kittel. Was denn? Niemand kann zählen. Wie wollen wir denn dann teilen, du Obernappel, du? Kein Problem. Steig dein Hirn an. Du, ein Baumschüler hat doch gar kein Hirn. Halt die Luft an, du bist auch nicht gerade ein Stern. Ich will endlich meinen Anteil. Kannst mich mal. Du mich auch. Unverschämtheit, der rückt mir den Piepen nicht raus. Die haben unser schönes Haus verkauft. Die werde ich in der Luft zerfetzen. Warte doch, ihr geblieben. Los, lass. Sei still, wir dürfen nichts riskieren. Ist da wer? Ich sehe nichts. Ich auch nicht, aber ich habe was gehört. Tja, vielleicht ist uns die Steuerfahndung auf der Spur. Na? Und wenn du das Gespenster? Wir wollen verschwinden. Los, rück die Kohlen raus. Na schön. Schnell. Gib her. Nein. Ich habe Anspruch auf den größten Batzen. Ich habe mich abgeplagt, während ihr gefaulenzt habt, ihr Brüder. Aber ich habe den Käufer gefunden. Darum bekomme ich das meiste, verstanden? Also.
Wollen wir nicht erstmal die Kassette öffnen? Genau, aufmachen, das sage ich doch die ganze Zeit. Was ist denn das, ein Schuh? Na endlich, die Mäuse. Mistkerle. Die Käthe, Käthe. Halt. Mein gut so, jetzt lassen wir die Puppen tanzen. Hier, dein Anteil und der Rest gehört Geld. Dollar. Ich hab's geschafft. Randy, pass auf, dass er dich nicht beschummelt. Ah, Rache ist Blutrausch. Attacke. Oh, nicht weg. Wir sind verloren. Wenn die mich kriegen, machen die mich zur Schnecke. Rache. Ah. Ich hab's als Muster. Ich hab's gesteuert. Ja, verdammt, diese elenden Mistkerle. Erst haben sie mein Haus geklaut und jetzt machen sie sich auch noch mit dem Geld aus dem Staub. Aber wartet nur ab, noch ist nicht das letzte Wort gesprochen. Das riecht ja alles sehr bekannt. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Ich habe schon eine tolle Nase. Ich glaube, Schnüffel hat eine Spur entdeckt. Ich bin Waldmeister im Pferdewesen. Seht mal, was da vorne steht. Putz, Blitz, das Haus. Die Suche ist aus. Ah. Wer weiß, wer jetzt da drin wohnt, aber ist ja auch egal. Ja, wir haben es wieder. Psst. In dem Haus ist jemand. Ich hab was gehört. Ich schmeiß mir einfach raus. Die Stimmen kommen mir doch bekannt vor. Mir auch. Na klar, das ist Watts Mutter mit ihren Kindern. Halt, da fehlt doch noch einer. Aufstehen zum Abzählen. 1, 2, 3, 4. Wo steckt der Numerus wieder Nummer 5? Mutter Nummer 5 will nicht zur Schule. So eine Frechheit kommt gar nicht in Frage. Ich schwänze nicht. Und ich auch nicht. Morgen, wir wollen baden gehen. Hey, du brauchst von einer Extra-Einladung. Du gehst in die Schule, verstanden? Aber der Lehrer hat gesagt, es hat mit mir keinen Zweck. Du bist nicht dumm, du weißt nur wenig. So, nur Gewitterrede, ab in die Schule. Mit Mutter ist heute nicht gut Kirschen essen. Schule, Schule, immer nur Schule. Lehrer sind alle doof. Wir sind die kleinen Wanzen und wollen keinen Ranzen und wollen keinen Ranzen. Das darf doch nicht wahr sein. Die haben sich in unserem Haus eingenistet. Die schmeiß ich raus. Jetzt reiß dich endlich zusammen. Du kannst nicht das Haus stürmen. Was hast du denn auf einmal? Ich will unser schönes Haus zurückerobern. Ich verstehe dich nicht. Seit Tagen jagen wir durchs Gelände, um es zu finden. Jetzt haben wir es und du willst nicht rein. Wir können doch nicht einfach die Familie auf die Straße setzen. Das wäre hundsgemein. Das können wir wirklich nicht. Tolpatsch, wir dürfen ihnen das Haus nicht wegnehmen. Ja, aber warum denn nicht? Uns hat man es doch auch weggenommen. Sie haben es sicher mit ihrem letzten Geld bezahlt. Wir bauen uns ein neues Haus. Man muss auch verzichten können. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich will nicht drauf verzichten. Ich will kein neues Haus. Nimm's nicht so tragisch. Ein neues Haus, ein neues Glück, sagte mein Vater immer und baute über 120 Häuser. Tolpi, wenn's dich beruhigt, dann nimm die Hausnummer mit. Deine erste gute Idee heute. Zum Andenken an schöne Zeiten. Was es mit dem Schild auf sich hat, werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Lasst euch überraschen. Unsere drei Freunde ziehen traurig weiter, nachdem sie ihr geliebtes Haus endgültig aufgeben mussten. In der Ferne warten neue Abenteuer und vielleicht auch bessere Zeiten auf sie. Wie wir unsere Freunde kennen, werden sie mit viel Witz und Glück ihren Mann stehen. Also, bis zum nächsten Mal.